Guten Tag, Oak. Nach Berichten des Hamburger Abendblattes und der Hamburger Morgenpost fällt der HSV-Stürmer Paulo Guerrero für 3 bis 4 Wochen verletzungsbedingt aus. Paulo Guerrero wurde am ersten Spieltag der Bundesliga, als der HSV 3:1 gegen den BVB verlor, in der 42. Minute ausgewechselt. Die Anfangsdiagnose war Verdacht auf Muskelfaserriss und nach einer Kernspinnuntersuchung wurde dies leider auch bestätigt. Auf diesem Wege alles Gute. In die Startelf wird höchstwahrscheinlich Son nachrücken, der seine Grippe auskuriert hat und wieder fleißig mittrainiert. In diesem Sinne nur der HSV.